Na also, der hier führt genau dorthin, wo wir hinwollen. Lasst uns zurückgehen und Bartram davon erzählen. Er wird überglücklich sein. Bartrand, wir haben einen Weg um deinen verdammten Einsturz herumgefunden. Wird ja auch Zeit. Wir brechen auf! Unglaublich. Ist es das, was ihr erwartet hattet? Ich dachte, es wäre ein verlassener Teig. Irgendetwas Altes vielleicht, aber... Was ist das hier? Woher wusstet ihr, dass wir hier etwas finden würden? Aus alten Erzählungen von Plünderern. Nach der dritten Verderbnis. Einen Wochenmarsch unter der Oberfläche, haben sie erzählt, aber niemand hat ihnen geglaubt. Sie sagten offenbar die Wahrheit. Schlag das Lager auf! Wir müssen uns umsehen! Ich verstehe es nicht. Nichts in diesem Teig ergibt einen Sinn. Inwiefern? Wir sind unterhalb der tiefen Wege. Die Zwerge, die hier gelebt haben, müssen lange vor der ersten Verderbnis hergekommen sein. Aber wo sind die Statuen der Paragots? Ich erkenne weder diese Markierungen an der Wand noch irgendetwas in den Trümmern wieder. Wer weiß schon, wie alt diese Ruinen sind. Vielleicht war euer Volk damals ja anders. Ich weiß genug über unsere Geschichte, um zu wissen, dass wir uns nicht besonders stark verändert haben. Die Zwerge halten seit unzähligen Zeitaltern an ihren Traditionen fest. Vielleicht waren diese Zwerge ja etwas Besonderes. Falls ja, hoffe ich, dass sie ihre Schätze ständig in ihrer Nähe hatten.
Was auch immer da drin ist, scheint einigermaßen unversehrt zu sein. Denkt ihr, wir finden etwas? Bartran scheint von diesem Ort weit mehr fasziniert zu sein als ihr. Ich bin im Gegensatz zu ihm nicht in Orsama geboren. Wenn die Gewinne nicht so verlockend wären, wäre ich nicht einmal hier unten. All das hier jagt mir einen Schauer über den Rücken. Ich hoffe nur, es ist es auch wert. Was auch immer wir dort finden, ist möglicherweise nicht besonders freundlich. Ich schätze, um das herauszufinden, müssen wir wohl darunter. Seht ihr das Gleiche wie ich? Ist das Lyrium? Es ist eindeutig magisch, aber keine gute Art von Magie. Ich kann mich nicht erinnern, schon mal so eine Art von Lyrium gesehen zu haben. Sieh dir das an, Bartrand. Ich glaube, es ist ein Götze aus reinem Lyrium. Er könnte ein Vermögen wert sein. Du könntest recht haben. Ein exzellenter Fund. Wir sollten uns weiter umsehen. Vielleicht finden wir ja tiefer drin noch mehr. Mach das. Die Tür! Bartrand, sie ist hinter dir zugefallen. Dir ist auch noch nie etwas entgangen, Varric. Soll das ein Scherz sein? Du willst deinen eigenen Bruder wegen eines lausigen Götzen betrügen? Es geht nicht nur um den Götzen. Allein der Standort dieses Teigs ist ein Vermögen wert. Und das werde ich nicht durch drei teilen. Tut mir leid, Bruder. Bartrand! Bartrand! Ich schwöre, ich werde diesen Hurensohn finden. Und dann bringe ich ihn um. Dass es irgendeinen Weg hier rausgibt.